Jedem ist bekannt, dass es beim Fußball darum geht, Tore zu erzielen. Doch was passiert, wenn man sich in der Seite vertauscht und den Ball ins eigene Tor spielt? Ganz einfach, dann landet man in unserem Best of Eigentore 2022. Jetzt Tuma kann mal einen Meter machen. Hat Platz, starker Pass auf Bulut. Bulut bringt ihn rein. Und dann ist es ein Eigentor. Kurios. Daniel Davari kommt irgendwie dran und dann springt der Ball vor die Füße eines Oberhausers. Ich habe noch nicht genau gesehen, wer es war. Und dann rollt die Kugel rein. Bulut, der Ex-Oberhausener. Dann Davari. Und der Ball, ja, prallt dann auf Nico Klaas. Na, auf der rechten Seite wäre viel Platz, aber da ist keiner. Und was ist denn das für ein Ding? Kacktor des Monats verdächtig. Eigentor von Jonathan Riemer. Da war eigentlich gar keine Gefahr. Allem verpasst es, einen wirklich gefährlichen Abschluss zu kreieren. Und dann diese total verunglückte Kopfballabwehr von Jonathan Riemer. Da sind wir schon ein bisschen zu spät drauf. Da ist es schon passiert. Da ist der Ball im Tor. Jonathan Riemer, der Unglücksrabe, der weiß ganz genau, das hätte so nicht passieren dürfen. In der Seite. Boah! Quadvo kriegt den sogar noch durch. Buchama! Und dann ist es ein Eigentor! Oh Gott! 1-0 Preußen Münster! Und auch wenn sich das jetzt angebahnt hat, aber wie bitter ist dieser Rückstand für Bocholt! Was wir trotzdem nicht verschweigen dürfen, die überragende, unfassbare Aktion von Quadvo. Da, der tanzt Tango. Und die brechen sich die Hüften bei Bocholt. Und dann, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist eins, das willst du dir nie wieder angucken. Lukas Copado beispielsweise, mit Yusuf Kabadaye, mit auch einem Lovro Zvonarek. Ach, Zungenbrecher der Name. An der Stelle schon mal sorry für die falsche Aussprache. So, aber erstmal wieder Burghausen. Jetzt mit der Chance zum 2-0 und dann wird sowas gemacht und was für ein Eigentor! Was war denn das für ein Eigentor? Das 2-0 für den SV Wacker Burghausen. Ja, Freunde, Freunde, Freunde. So kann ich natürlich auch früh für klare Verhältnisse sorgen. Hei, hei, hei. Der Angriff gut über die rechte Seite. Ja, und dann ist es das Eigentor. Aber am Ende des Tages ein bisschen Makulatur, zumindest bis jetzt. Wiedenbrück führt 1-0, nicht ganz unverdient. Und der WSV mal wieder in einem Heimspiel hinten dran. Und das ist das 1-1! Und was war das denn? Zeigler hat bei Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs eine Kategorie, die nennt sich Kacktor der Woche. Du brauchst keine Abstimmung mehr. Bitteschön. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.